Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Musikstunde in meinem Musikzimmer. Wir spielen heute zwei Akkorde, den C- und den G-Akkord. Schaut her! Bis jetzt haben wir immer den C-Akkord gespielt. Ihr kennt ihn schon, C, E, G. Der G-Akkord beginnt auf dem G, der übernächste und wieder der übernächste. Also das ist der G-Akkord in der Grundstellung. C-Akkord, G-Akkord. So, weil das nun ziemlich umständlich ist, wenn man so sehr hin und her fahren muss mit der Hand, deshalb drehen wir den G-Akkord um und wir spielen das G nicht hier unten, sondern hier oben. Auch das H, D, G, auch das ist der G-Akkord. Und jetzt haben wir es leichter, nämlich C-Akkord, G bleibt und die beiden rutschen eins tiefer, C-Akkord. Ja, nochmal, C-Akkord, G-Akkord. Wenn ich die Punkte wegmache, seht ihr 5, 3, 1. Für den G-Akkord gehen kleiner Finger und Mittelfinger ein Ton tiefer. 5, 3, 1. Und wieder C-Akkord. Ich gehe wieder ein Ton hoch. C, E, G. Übt für euch ein paar Mal diesen Wechsel. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.